Jemand hat mich gefragt, wieso ich zu wenig Videos mache über Anastasia. Ich möchte mit dir gern über Anastasia jetzt unterhalten. Ich finde, die Bücher von Wladimir Maigret ist einzigartig. Das verändern so die Seele, das ist absolut. Das steht die Körper voll energetisiert. Da stehen die Gänsehaut, da stehen die Haare am Körper. Man weint, man lacht, man fühlt sich ähnlich, man fühlt sich wirklich. Man kommt aus dem Verstand in das Herzebene. Und für mich das bedeutet, in diesem Moment fühle ich mich wie ein Mensch. Und ich glaube, diese Bücher haben genau das bewirkt beim Millionen von Menschen in unterschiedlichen Regionen der Erde. Und egal auf welche Sprache war das Buch übersetzt, perfekte Übersetzung oder nicht so tolle Übersetzung, jeder Mensch hat diese Energie erreicht. Und wie Anastasia in die Bücher bespricht, über die ganzen Familienlandsitze, über die Möglichkeit, wieder ein Teil der Natur zu sein. Ich bin voll 100% einverstanden. Ich möchte dir sagen, dass in Deutschland momentan gibt es nicht so viel Möglichkeit, ein größeres Grundstück zu bekommen, ein Hektar Erde. Aber wir können doch vom ganz kleinen Stückchen Erde anfangen. Es muss vielleicht nicht diese Hektar sein, aber wenn du mit der Liebe die Erde berührst, erreichst du die gleiche Gefühle und gleiche Botschaft, übergibst die Natur. Ich habe so eine Zuhause erstellt für mich und ich liebe das. Sobald ich nach Hause zu mir komme, fühle ich die Bäume, wie die mich streichen mit ihrer Energie. Ich fühle, wie die Bäume wegnehmen, die alle Verspannungen, alles, was in mir vielleicht angesammelt hat. Und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, weil wir sind alle Menschen und das nimmt alles weg. Und Anastasia hat oft immer wieder darüber gesprochen, dass absolut jeder Mensch ist wertvoll. Und sie ist genauso ein Mensch wie du, ich und jeder von uns. Ich möchte dir hier auch Aufmerksamkeit, diesen Hinweis geben. Sie wollte nie, dass sie idealisiert wird oder vergöttert wird. Sie hat immer wieder so voll mit Tränen das betont, wenn Wladimir Maigret hat sie gefragt. Und wenn jemand mich fragt, ob ich gewisse Plakate von Anastasia oder Foto von Anastasia habe, sage ich immer, ob wir das alles brauchen. Ich denke, dass jeder Mensch hat das beste Foto für sich selbst, das er selbst. Und ich denke, wenn wir genauso uns wahrnehmen, so wie sie sich wahrnimmt, dass wir absolute Götter, dass wir alles können, wir schaffen alles, das ist dann genau diese Gleich, Ganzheitlichkeit. Und wenn wir sie immer auf gleiche Stufe mit uns stellen, sie hat das auch so wollte, auf gleiche Stufe. Sie hat nie gesagt, dass sie gewisse Meisterin ist oder dass sie mehr weiß als wir. Sie hat das immer wieder dir auch übermittelt, dass sie es genauso viel weiß wie du. Nur du blockierst dein Wissen und sie nicht. Dann Anastasia auch immer wieder gesagt, wir können für die Erde uns ein bisschen mehr tun. Und das ist auch meine Botschaft in diesem Video. Ich möchte dir immer wieder Hinweis geben, dass es absolut jede Lebewesen, absolut jede Pflanze, jedes Steinchen, alles in unserer Umgebung lebendig ist. Und das braucht deine Aufmerksamkeit, deine Liebe. Weil durch unsere Kraft, unsere Energie, durch unsere Aufmerksamkeit beleben wir das alles. Wir geben die Energieanstoß, um das noch schöner, noch größer zu sein. Deswegen jedes Mal, wenn du rausgehst, öffne deine Seele. Verbinde mit der Seele von Mutter Erde. Öffne dein Herz. Verbinde dich mit den Gefühlen der ganzen Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen. Öffne deine Augen und nimm das wahr. Wie die Blatt auf diesem Baum hat sich verändert, wie dein Mann, wie dein Kind, wie deine Ehefrau, wie deine Nachbar verändert sich jede Sekunde dein Leben. Beginne leben, beginne Schöpfer zu sein, beobachte deine eigene Umgebung. Und wenn du Frage hast, schreibe mir gerne. Ich mache gerne immer wieder so kleine Videos und kommuniziere mit dir. Aber mit meinem Herz, ich bin immer mit dir verbunden.
Denke daran, wir sind eins, es gibt keine Grenzen. Und wenn dir gut geht, geht mir gut. Ich danke dir von ganzem Herzen, im Liebe.